DM hat im Moment wieder ganz viel. Mädels, ja, da bin ich wieder und schön, dass auch ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute mal wieder ein Haul für euch. Sind so gesammelte Werke quasi von den letzten, ja, ich glaube 2 Wochen. Und ich habe mal 3 Taschen zusammengepackt mit unterschiedlichen Farben. Das hat den Grund, weil eine Tasche ist quasi die Männertasche. Die rosane ist mir, da ist mein Zeug drin und die gelbe, ja, neutral für den Haushalt, um das einfach so ein bisschen aufzuteilen, weil das, wie gesagt, doch schon ziemlich viel ist von 2 Wochen. Ja, ich hebt euch das mal hoch. Ist einiges, ne? Wie ihr seht. So, ich würde sagen, wir fangen an mit dem unspektakulären Kram, und zwar dem Haushaltszeug. Und da habe ich auch nur 2 Produkte, die ihr eigentlich kennt von mir, ne? Einmal den Meister-Propper-Bartreiniger. Der muss wieder mit. Und einmal ein Doppelpack WC-Ente. Aktivgel in Marine. Ja, mein liebster Toilettenreiniger. Ja, somit wäre Tüte 1 leer. Und dann widmen wir uns der blauen Tüte, und das ist die Männertüte. Ja, für meine Männers. Die brauchten nämlich auch mal wieder Duschgel, Haarshampoo und so weiter und so fort. Und zwar brauchte mein Freund wieder seinen Haarschaum. Da kauft er immer den von Taft, den Ultra Schaumfestiger. Ja, für mich ist der leider nichts, weil da sind Silikone drin, habe ich gesehen. Schade, weil der ist wirklich stark. Er liebt den für seine Locken, ne? Für die paar Haare, die er noch auf dem Kopf hat. Weil er sich die halt immer kurz schneidet, wie ich euch erzählt hatte. Aber für mich ist der leider nichts. Wie gesagt, es sind Silikone drin und die möchte ich meinen Haaren nicht mehr geben. Dann habe ich ihm außerdem noch 2-mal Rasierschaum gekauft von Balea Man. Den benutzt er am liebsten. Dann von Balea ebenfalls das Anti-Schuppen-Shampoo. Ja, für mich ist das auch nichts, weil da Sulfate drin sind. Habe ich früher sehr gerne gemocht. Das ist auch ohne Silikone, für alle, die es interessiert. Er liebt das und ja, deswegen durfte das 2-mal Und mit. Dann durften zum Schluss noch mit Duschgel für die Männers. Und zwar einmal das Wake-Up-Call-Duschgel Get Energetic. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Ein richtig giftgrünes. Ja, das riecht auch irgendwie so giftgrün. Aber ja, meine Männers mögen es. Und das hier, das ist eigentlich ihr Liebstes. Das mögen meine Jungs auch sehr gerne. Cool Down Your Body Arctic Fresh Duschgel. Das riecht so richtig schön. Ja, frisch, icy, so ein bisschen wie, wie hieß denn das? Axe Eis heißt das, glaube ich. So riecht das ungefähr. Und dann noch das letzte, das hatten sie, glaube ich, neu. Nee, das ist eine Limited Edition, genau. Road Trip Duschgel für Haare, Gesicht und Körper, also sind die alle, mit Tigergras-Extrakt. Gucken wir mal, wie das riecht. Es riecht sehr mild. Also normalerweise sind Männerduschgele ja wirklich immer so, ja, männlich halt, ne? Männlich frisch, herb. Aber das riecht sehr mild. Also wie so ein Sportduschgel quasi. Ja, bin ich gespannt. Die Meinung werdet ihr dann hören im Aufgebraucht. So, die Tüte ist auch leer. Das schieben wir jetzt mal beiseite. So. Eine Aufnahme. Für alle, die ja, nach dem Make-up fragen im Übrigen und die Make-up-Montage nicht schauen, das sind ja einige, die aber die Hauls schauen, weil da habe ich jetzt öfters schon Fragen in den Kommentaren zu gehabt. Wenn ihr wissen wollt, was ich hier im Gesicht trage und auf den Lippen, dann schaut euch mal das Video hier oben an. Ich verlinke euch das. Das ist mein Make-up-Montag, wo ich das Make-up geschminkt habe, weil ich das meistens immer so mache, dass ich ja an meinem Make-up-Montag das Make-up zeige und dann halt paar Wochen später oder je nachdem, wann es passt, den Haul oder die anderen Videos, die ich halt danach gedreht habe. Weil ja, in der Regel drehe ich 3 Videos an einem Tag, weil ich das zeitlich einfach besser, ja, wie sagt man? Weil es einfach zeitlich passt. So. Kommen wir zur letzten Tüte. Und das ist die Tüte für die Mama. Und ja, das ist gar nicht mal so viel. Ich muss sagen, 2 Produkte, gut, die hätten vielleicht jetzt nicht ganz so sein gemusst, beziehungsweise ja, auch 4. Aber ja, sie waren runtergesetzt jeweils und deswegen, ja, konnte ich nicht widerstehen. Wir fangen mal an mit dem ersten. Da bin ich die ganze Zeit dran vorbeigegangen bei Aldi. Das Bud & Bromi
Rice Milk und Cherry Blossom. Too Fast Bars Cocktail. Also das, ne, schüttelt ihr. Und dann bekommt ihr so eine pinke Masse, ne, rosa Masse. Flüssigkeit, nicht Masse. Und dann, ja, habt ihr eine Bademilch quasi. Und ja, das riecht echt gut. Auch sehr zurückhaltend vom Duft. Aber ja, ich mag das. Ich mag das sehr gerne. Und wie gesagt, es war runtergesetzt. Also für 4 Euro hätte ich es nicht gekauft, sag ich ganz ehrlich. Aber es war auf 2 Euro reduziert jetzt beim letzten Einkauf. Und dann habe ich mir gedacht, komm, nimmst es dir mit. Zumal ich ja auch wirklich jede Menge Badezusätze aufgebraucht habe. Beziehungsweise solche großen Flaschen habe ich gar nicht mehr. Also ich habe jetzt nur noch die Badetütchen. Und davon auch nicht mehr so viele. Und deswegen habe ich mir gedacht, nimmst du das mit. Ja, genauso wie das nächste. Das war nämlich auch runtergesetzt. Das ist eine Tagescreme von La Cura. Sensual Silk. Und diese Tagescreme kostete 6,99 Euro bei Aldi. Und runtergesetzt war sie jetzt auf 2,99 Euro. Und dafür habe ich gedacht, komm, nimmst du sie mit. Ich muss sagen, in allererster Linie habe ich sie mitgenommen wegen der Verpackung. Ja, ich bin ja so ein kleines Opfer. Aber dieser Flakon, wirklich, eine Tagescreme und dann von Aldi. Ja, guckt euch das mal an. Also, es ist einfach schön. Es ist einfach schön, ich gebe das zu. Aber die riecht wirklich kaum. Also die ist ganz, ja, quasi schon fast geruchsneutral. Ist für Frauen von 35 bis 55, also genau für mein Alter gedacht. Die war auch noch so ein Spatel drin, weil es ist wohl so eine, ja, Luxuscreme. Wie man auch schon an dem Tiegel sieht, ne? Ich glaube, sowas kennt man wirklich nur von höherpreisigen Marken. Und wie gesagt, Verpackungsopfer, ne? Und sie war reduziert und dann, ja, gehen meine Alarmglocken an. Ihr kennt das. Nochmal reduziert waren diese beiden Sachen. Die habe ich auch schon ausgepackt. Das hat 1,45 Euro gekostet, war von, ich glaube, 3,95 Euro kosten die in der Regel. Ich weiß es gar nicht. Runtergesetzt, das ist eine Rose. Ja, ihr wisst das, ne? Ich liebe das und mir das, jetzt klappt es natürlich nicht, ins Haar zu stecken, ne? Das macht einfach, gerade im Sommer, das macht einfach was her, ne? Also wenn ihr jetzt, stellt euch da, jetzt meine ich dieses Oberteil, sondern ein schönes Kleid zum Beispiel drauf vor, ja, das ist direkt, das wirkt direkt ganz anders, ne? Oder wenn ihr eine Hochsteckfrisur habt, mache ich mir die auch ganz gerne hinten rein. Und die halten auch gut. Ihr bekommt die übrigens immer mit Haargummi und mit Klammern, ne? Da könnt ihr die auch einen Zopf machen. Also, ja, sowas nehme ich mir immer ganz gerne mit, kurz und gut. Wenn es reduziert ist, ne? Weil 4 Euro möchte ich für sowas nicht bezahlen. Aber für 1,45 fand ich es jetzt okay. Genauso wie das hier. Das ist ein Haarband. Das ist auch etwas eher für den Sommer, würde ich sagen. Auf ein schönes Jeanskleidchen zum Beispiel stelle ich mir das ganz süß vor. Ne? Hat so ein bisschen 50s-Style, würde ich sagen, mit den Punkten und den Streifen. Und ja, das kann ich euch auch mal anziehen. So würde das dann aussehen. Man müsste das dann natürlich noch ordentlich machen und andere Klamotten dazu anziehen, weil sonst hat es etwas von, ja, so ein bisschen wie Heidi auf der Alm, ne? Kann man sagen. Ja, nichts mit 50s. Frisur wieder gerichtet, war ein Fehler mit dem Haarband. Wir machen weiter mit Haaren. Und zwar habe ich noch ein Produkt, das habe ich aber auch nicht, also dafür habe ich auch nicht den vollen Preis bezahlt. Das habe ich mir gekauft. Bei Instagram gibt es so eine Produktbörse. Ich hatte euch das, glaube ich, schon mal erzählt. Und ja, da habe ich das gekauft bei jemandem für ganz, ganz, ganz wenig Geld wirklich. Also es war ein überaus fairer Preis, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, wenn man mal bedenkt, was das neu kostet, und hier ist wirklich nicht viel raus. Also ich habe es jetzt schon einmal benutzt beim Waschtag. Ich hoffe, ich kriege das eingefangen. Und da braucht man wirklich wenig von. Also wirklich, wirklich wenig. Und von daher, ja, da komme ich, glaube ich, ewig mit aus. Ich liebe das Zeug. Ich habe das als Probe gehabt von jemandem und da habe ich gemerkt, dass das super gut ist. Und zwar ist das das Curling Gel Soufflé von Cher Moisture. Ihr wisst, ne, ich hatte es euch gesagt, Cher Moisture ist meine absolute Lieblingsmarke, die ich für mich entdeckt habe. Coconut und Hibiskus ist die Serie. Und das ist mit Agaven-Dicksaft, Agaven-Nektar, ne, und ja, Leinsamengel. Flexidol, genau. Also Leinsamenöl vielmehr. Das benutze ich quasi nicht als Gel, sondern als, ja, als Leave-In kann man schon fast sagen. Weil ich mit herkömmlichen Leave-Ins immer so meine Schwierigkeiten habe. Die sind mir meistens leider Gottes zu schwer in den Haaren. Und das ist genau richtig, wenn man sehr, sehr wenig davon nimmt und gibt den Haaren trotzdem eine schöne Definition auf jeden Fall und genug Feuchtigkeit. Und ja, deswegen durfte das mit, weil es halt auch ja, runtergesetzt war bzw. gebraucht ist. Aber ihr habt es gesehen, es ist wirklich nicht viel raus.
Ja, dann habe ich noch ein Produkt, da habe ich auch schon eins rausgenommen, weil ich das schon benutzt habe. Und zwar die Augenbrauenformer von Ebelin. Normalerweise zupfe ich mir die Augenbrauen. Aber gerade hier oben hat man ja mal so Härchen. Ne? Ihr wisst, ich habe euch das schon mal erzählt. Ich mag das nicht, wenn so McDonald's-Augenbrauen, sage ich immer dazu. Das mag ich nicht. Und um das so ein bisschen einzugrenzen, sage ich mal, den natürlichen Wuchs, kann man hingehen und hier oben ganz vorsichtig rasieren. Und das geht nicht mit der Pinzette. Also ich habe es noch nicht probiert. Sagen wir mal so, das geht mit so einem Augenbrauenformer wirklich easy und einfach, indem ihr einfach nur hier oben hingeht und dafür kaufe ich mir die halt. Da komme ich auch wieder ewig lang mit aus. Mit den 3 Stück. Ja, und dann habe ich mir noch was gekauft. 3 Produkte. Ja, Vanessa eröffnet ihre Hexenküche wieder, wie ihr es immer so schön nennt. Ich habe mal wieder Bock, was für die Haare selber zu machen. Und zwar habe ich nach Rezepten gegoogelt für ein Shampoo. Und zwar habe ich gegoogelt nach einem Shampoo, einem Conditioner und einem Leave-In. Also mein Wunsch ist es wirklich, ganz ehrlich, eine komplette Lockenserie zu kreieren. Am Ende, ich bin gespannt, ob ich das hinkriege, weil Valley Jelly hat ja auch ziemlich lange gedauert bis zur Entwicklung. Aber ich bleibe dran, ich arbeite dran auf jeden Fall und ich weiß ungefähr, was reingehört und was ich hier habe und was ich noch kaufen muss, beziehungsweise was noch kommt. Noch eine Bestellung aufgegeben bei Amazon, das müsste auch heute Abend irgendwann kommen, deswegen kann ich euch das jetzt nicht zeigen. Das ist einmal Shea Butter und einmal Panthenol. Ja, weil das sind so diese beiden Sachen, die meine Haare am liebsten mögen. Aber bei DM habe ich auch ein paar Sachen gekauft. Und zwar einmal die Luvos Heilerde 2 Hautfein. Die ist eigentlich zur äußerlichen Anwendung, also um eine Maske zu machen, ne, für Pickel und sowas. Aber ich habe jetzt schon öfters von euch gehört oder gelesen, beziehungsweise, dass man damit auch ein Shampoo herstellen kann. Kann man auch zum Beispiel mit Roggenmehl machen, das möchte ich auch mal ausprobieren. Aber ich habe mir jetzt erstmal die Heilerde gekauft und bin mal gespannt. Weil, ja, ich möchte mir, oder ich möchte gerne ein Shampoo ohne Sulfate kreieren, wenn man so will, herstellen, was aber die Haare dennoch sauber macht. Und wie gesagt, ich habe ein bisschen recherchiert und da war Heilerde so das, was am meisten gefallen ist. Und deswegen, ja, weil man das bei DM bekommt, habe ich mir gedacht, nimmst du das einfach mal mit. Falls das nichts sein sollte, man kann das, wie gesagt, auch als Maske benutzen oder ja, hier gibt es so viele andere Sachen, wofür man es benutzen kann. Bei Akne, bei Ekzemen, bei Allergien, bei Neurodermitis sogar. Entzündungen in der Mundhöhle, also man kann es wohl auch einnehmen. Verbrennungen, Sonnenbrand, Insektenstiche, alternde Wunden, rheumatische Beschwerden, ja, Muskel- und Gelenkbeschwerden habe ich auch öfters mal. Ne? Ich habe ja wieder mit Sport angefangen, deswegen habe ich öfters Muskelkater. Also, was ich damit sagen will, das wird nicht schlecht, selbst wenn das mit dem Shampoo nichts wird. Ja, mit in das Shampoo sollen auch noch Kräuter. Das soll so ein Heilerde-Kräuter-Shampoo werden. Ich muss mal schauen. Wie gesagt, ich habe da so ein Rezept im Kopf. Aber ja, das dauert immer, ne? An Entwicklungszeit. Deswegen bitte gebt mir Zeit. Bei Gelegenheit oder beziehungsweise wenn es dann soweit ist, werde ich euch natürlich das Rezept wieder teilen. Genauso wie vom Valley Jelly auch. Kräuter sollen rein, genau. Und zwar einmal Rosmarin. Das soll sehr gut sein, um Frische zu haben. Und auch eine Frische ist die Minze. Das habe ich nämlich auch noch gekauft, bei Rewe allerdings. Und ja, das werde ich dann auch reinmischen, beziehungsweise ich werde einen Sud davon kochen und werde das dann mit warmem Wasser auflösen. Ich muss nur mal schauen, wie ich das Zeug haltbar mache. Weil wenn ich sowas herstelle, sage ich mal, dann möchte ich auch, ja, so wie das Valley Jelly, ne, dass ich zumindest immer eine Zeit lang was davon habe. Und ja, das wird noch eine Herausforderung auf jeden Fall, aber ich nehme die an. Ich bin mal gespannt und ja, ihr werdet es dann sehen, wenn ich wirklich was kreiert habe, beziehungsweise ja, wenn ich herausgefunden habe, welche Inhaltsstoffe da am besten funktionieren, sage ich mal. Ja, und dann habe ich noch 2 Dinge, die habe ich auch bei DM gekauft und zwar einmal Reisdrink Natur. Ja, ich habe die Hoffnung, weil auf Reisproteine sprechen meine Haare ja sehr gut an, wie ihr vielleicht wisst. Und ich habe die Hoffnung, dass ich das quasi als ja, Proteinersatz nehmen kann. Einzige Schwierigkeit auch hier wieder dabei, ne? Das Zeug ist ja, hat ja eine begrenzte Haltbarkeit, natürlich. Und dann muss ich natürlich schauen, wie ich das ja auch haltbar bekomme. Ne? Das soll übrigens dann auch in den Conditioner rein. Und wenn das nicht funktioniert, habe ich mir quasi als Backup noch ein anderes Protein mitgenommen,
wovon ich überhaupt nichts wusste. Also erst, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht so, okay, Space Cookies, das war so das Erste, was mir in den Sinn kam. Und zwar ist das Hanfprotein von Veganz. Ja, weil das nicht alles gibt, ne? Und damit kann man wohl auch backen. Deswegen kam mir so der erste Gedanke, Space Cookies, ne? Aber ich denke mal, dass das ja legal ist. Sonst würde DM das, glaube ich, nicht verkaufen. Und ja, wenn, wie gesagt, wenn das nicht funktioniert, ne, dann trinken wir das eben. Das kann man ja auch als Milchersatz trinken. Und das kommt dann eben in den Conditioner. Und die Shea-Butter und das Panthenol ist noch unterwegs. Und dann, ja, heißt es wieder, die Hexenküche ist eröffnet. Ich freue mich schon drauf irgendwie, weil ja, ich schon lange nichts mehr richtig selber gemacht habe, ne, im Bereich Haare. Und ja, das habe ich euch von Anfang an, glaube ich, erzählt, auch bei Instagram, dass es so mein großes Ziel ist, wie gesagt, so eine komplette Lockenserie ja, zu herzustellen, selber für mich, ja, und auch für euch, ne, zum Nachmachen. A, um einfach ja, diesen Verpackungsmüll, den man nun mal hat, so ein bisschen einzudämmen. Ne. Wenn man selber macht, dann kann man sich das zum Beispiel in Glas abfüllen. Dann hat man weniger Müll auf jeden Fall. Und B, weil es mir einfach Spaß macht, Sachen selber zu machen und weil ich dann auch wirklich weiß, was drin ist. Ne? Wenn ich so ein Shampoo von einer Drogerie kaufe, da habe ich zum Beispiel Polyquaternium, heißt das, glaube ich, ne? Dieses, was Bild ab verursacht. Da habe ich sämtlichen anderen Kram drin, sage ich mal, der so chemisch ist. Und wenn ich das ja mit solchen Produkten mache, dann weiß ich halt hundertprozentig, okay, was habe ich reingetan, was ist da in dem Produkt drin, genauso wie in dem Belly Jelly. Ne? Da kann ich meine Hand ins Feuer legen, dass da halt, ja, dass das hundertprozentig safe ist. Und das merke ich auch an meinen Haaren. Ne? Ich habe das auch heute wieder benutzt für den Refresh. Und das Zeug ist immer wieder geil, ich sag's euch. Ja. Und ich habe mit keinem anderen Gel, was ich solo benutze, solche Ergebnisse, ja. Auch sowas hier, ne, das ist gut, da sind keine Parabene drin und so weiter. Also das ist dann schon die höhere Preisklasse. Aber wenn ihr in der Drogerie guckt, habt ihr immer diese Polyquats eben drin, ne? Die den Ruf haben, so etwas wie Silikon zu sein, was sich aber auswaschen lässt. Aber man merkt es eben, ne, auch an den Conditionern. Und deswegen, ja, meine Lust ist gepackt und ich bin gespannt, ja, wie weit ich komme und wann ich der Verzweiflung nahe bin. Ja, soviel zum Drogeriezeug. Und das Letzte, was ich noch habe, ist kein Drogeriezeug, sondern ein Kleidungsstück. Und zwar habe ich mir eine neue Winterjacke gegönnt. Ja, ihr wisst vielleicht, dass ich mir letztes Jahr den Mantel gekauft habe. Allerdings ist der ja nur für gute Anlässe gedacht, sage ich mal. Ne? Wenn ich auf die Arbeit gehe, dann möchte ich halt eine ja, Funktionsjacke haben, eben also eine ganz normale Jacke. Und ich habe jetzt nach längerem Suchen endlich eine gefunden. Kleine Vorgeschichte dazu. Ich wünsche mir schon seit Jahren, wirklich seit Jahren, eine dunkelblaue Jacke. Ich habe irgendwann mal eine gesehen bei einer Mitschülerin. Und ich fand die so schön und habe mich drin verliebt und habe aber nie eine gefunden. Mir zu 100% gefällt, wirklich. Und ja, jetzt habe ich endlich eine gefunden. Wie gesagt, ich musste ein bisschen länger suchen und ich habe sie mir auch bestellt. Ich sehe ja eigentlich immer davon ab. Aber ja, die war so schön und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, scheiß drauf, versuch's los. Und zwar habe ich mir diese Winterjacke bestellt. Ja, die kriege ich gar nicht aufs Bild. Ich werde euch gleich mal ein Bild einblenden oder ja, ich mache hier mal so ein Video dazu. Das ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Und zwar ist die Marke Navahu, die kannte ich gar nicht. Ich habe so ein bisschen gegoogelt nach Winterjacken und Navahu kam eigentlich immer sehr oft vor. Und es gibt auch sehr viele ja, Geschäfte, sage ich mal, Shops, die verkaufen, unter anderem About You. Otto verkauft sie. Ich habe sie jetzt allerdings bei Amazon gekauft, weil dieses Modell nur noch bei Amazon zur Verfügung stand. Also die war ziemlich ausverkauft. Und auch in der Größe. Ich muss sagen, ich habe sie jetzt in XXL genommen, weil es eben eine Winterjacke ist einfach und ich auch noch ein bisschen Puffer haben wollte, wenn ich einen dicken Pullover wirklich anziehe, dass ich nicht aussehe wie ein Michelin-Männchen da drin. Ja, und während ich euch Tragebilder hier einblende, erzähle ich euch ein bisschen was zu der Jacke. Und zwar ist die ja ziemlich lang für eine Winterjacke. Die hat hinten so einen Schwalbenschwanz, wie ihr vielleicht auch seht auf dem Bild. Ne? Die ist ein bisschen länger, was ich sehr gut fand, weil ich mag lange Jacken. Ich hasse so kurze Jacken. Ich bin halt sehr groß und muss darauf auch achten. Ne? Also nur weil da steht lang, heißt es noch lange nicht, dass die für mich lang ist. Und deswegen war ich ganz froh, dass die doch sehr lang geschnitten ist. Dazu kommt, obwohl es ein Parka ist, ist sie sehr gut tailliert geschnitten. Ja, das ist ja bei Parkas immer so ein Problem, dass die sehr gerade geschnitten sind. Auch wenn das auf den Bildern oft
leider anders aussieht. Und ich hatte auch wirklich jetzt die Befürchtung, oh Gott, das Model hat Größe, ja, gefühlt 36 oder so, ne, die die anhatte. Das sieht natürlich immer gut aus, aber bei einer Frau mit 42, 44 in der Größe sieht das dann immer schon ein bisschen anders aus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ihr könnt euch ja mal euer eigenes Bild machen, ne, von den Tragebildern, dass, ja, die eine ganz gute Figur macht, sag ich mal, sogar für Frauen in Plus-Size. Ne? Dazu kommt, dass die Jacke wirklich schön dick ist. Die ist auch relativ schwer. Als ich die ausgepackt habe, dachte ich so, boah, ist die schwer. Dementsprechend wärmt die auch, sieht aber wirklich nicht so aus wie ein Michelin-Männchen. Ne? Also die trägt nicht auf, will ich damit sagen. Ansonsten habt ihr hier wirklich sehr viel Fell. Also ihr seht hier wirklich aus wie eine Eskimöse quasi mit der Jacke. Und eine sehr große Kapuze. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich bisher noch nie bei einer Winterjacke gehabt. Und ich habe danach immer gesucht, weil ihr seht, ne, was ich an Haaren habe. Ich meine jetzt nicht mehr ganz so viel, aber wenn das mal wieder mehr wären, ja, muss ich diese ganzen Haare auch irgendwie unter die Kapuze bekommen, im Notfall, wenn es dann mal regnet oder so. Und das habe ich bisher nie geschafft bei einer Jacke. Die ging mir immer bis hier vorne und dann habe ich meinen Dutt da nicht reingekriegt quasi. Und die ist wirklich so groß, dass... Ja, dass der komplette Kopf und die kompletten Haare da reinpassen. Dass ich sogar, ja, dass mir dieses Fell hier sogar so ein bisschen ins Gesicht hängt. Aber das stört mich jetzt weniger. Ja, innen drin hat die auch nochmal so ein Fell, ne, wie ihr seht. Also sehr schön warm, das merkt man auch tatsächlich. Ich hätte mir wohl gewünscht, dass das Fell bis ganz unten gegangen wäre. Beziehungsweise hier an den Seiten tut es das auch. Aber im Rückenbereich gerade, ne, wo man ja im Winter die Wärme braucht, ist das leider nicht der Fall. Aber gut, man kann nicht alles haben. Dafür hat man es aber hier im, ja, im, wie sagt man, im BWS-Bereich. Genau, das war es nochmal vom Beruf, Vanessa. gut, und ja, ansonsten, ihr seht das auch hier, ne? Nahu ist pelzfrei, das war mir auch wichtig. Also ich trage gerne Pelz, versteht mich nicht falsch, aber keinen echten Pelz. Also das käme für mich niemals in Frage. Das ist mir wichtig, dass das eben Kunstpelz ist und dass ich nicht irgendwelche toten Tiere an mir rumtrage. Ne? Das möchte ich nicht. Ja, jede Menge Taschen hat sie auch. Hier vorne hat sie zwei Taschen, wo ihr was reinstecken könnt, die ihr allerdings nicht schließen könnt. Aber für gewöhnlich stecke ich da auch nichts rein. Hier hat sie nochmal so einen, ja, Tunnelzug, ne, dass ihr die Jacke auch nochmal enger stellen könnt. Zwei Taschen, einmal mit Reißverschluss. Und hier drinnen ist auch nochmal so ein schöner Fließstoff. Das heißt, ihr habt auch relativ warme Hände im Winter. Ja, ich bin eine Frostbeule, ich achte auf sowas. Tatsächlich. Dann habt ihr hier noch Druckknöpfe. Da habt ihr auch noch kleine Taschen, wo ihr was reinpacken könnt. Ja, und ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr so viel zu sagen, außer dass die Taschen sehr gut angeordnet sind. Das war mir nämlich auch noch wichtig, weil ja, gerade wenn man eine etwas breitere Hüfte hat, sage ich mal, oder einen dicken Hintern, wie böse Zungen behaupten, ist es wichtig, dass, ja, wie die Taschen angeordnet sind bei den Jacken. Ich hatte zum Beispiel mal irgendwann eine Winterjacke, die sah furchtbar aus. Ich habe früher auf sowas nie geachtet, aber heutzutage tue ich das. Und ich gebe das gerne an euch weiter, falls ihr das noch nicht wissen solltet. Wie die Taschen angeordnet sind bei einer Winterjacke, gerade wenn es ein Parker ist, ist schon sehr wichtig. Weil wenn ihr diese sogenannten Pattentaschen habt, die vorne drauf liegen, dann hebt ihr eure breite Hüfte nochmal mehr hervor, als wenn ihr solche schrägen Taschen habt, wo ihr dann quasi so reingreifen könnt. Das sind so kleine Kniffe, die ich über die Jahre gelernt habe, wo man dann auch, ja, damit lernt, wenn man einen etwas breiteren Hintern durch die Gegend trägt. Ja, das noch dazu. Und ihr seht, die Schilder sind hier noch alle dran. Ne? Ich muss die gleich alle abmachen und dann erstmal in die Waschmaschine packen, weil eins muss ich ganz ehrlich sagen, die riecht schon sehr chemisch. Also man wäscht ja sowieso alle Klamotten oder ich tue das, ne, wenn ich sie kaufe. Aber das, also dieser Duft ist schon, oder Geruch, Gestank, wie soll man es nennen, keine Ahnung, ist schon so ein bisschen... ja, gekostet hat diese Jacke 110 Euro plus Versand. Ich finde, für eine Winterjacke in der Dimension ist das vollkommen in Ordnung. Wenn sie jetzt lange hält, bin ich very happy, muss ich sagen, mit meinem Kauf. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, ob sie lang gehalten hat. Das Fell ist übrigens auch hier in der Kapuze drin. Also ihr habt ja keine Chance für kalte Ohren. Sieht nicht nur aus wie ein Eskimo damit, sondern ja. Ihr behaltet euch auch warm damit, wie ein Eskimo, glaube ich. Ja, das zu meiner neuesten Errungenschaft in Sachen Klamotten. Und ich würde sagen, somit ist der Haul beendet. Ich schmeiß die mal gerade hier drüber. Ach, die ist so schwer, ich sag's euch. Aber am Körper merkt ihr das gar nicht so. Ja. Das war's mit meinem Haul.
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin haltet die Öschen steif und wir sehen uns. Tschüss.